The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE International Championship. International Championship Zeit. Der Herausforderer kommt heraus. Es ist Wes Lee. Er gewann bei December to Dismember die Losers Leave WWE Extreme Rules Battle Royale. 7 andere Männer verloren ihren Job. Er bekam eine Titelchance. Durfte sich aussuchen, wer es denn sein soll. Und er wollte seinen Kindheitshelden oder einen seiner Kindheitshelden herausfordern. Er wollte Triple H. Wes Lee hat ja schon gezeigt, dass er bei SmackDown großartige Matches liefern kann. Bestritt ja in der letzten SmackDown-Ausgabe ein Match gegen Cody Rhodes, den Herausforderer auf den World Heavyweight Title. Es war ein wunderschönes Match und jetzt Bühne frei für den Champion Triple H. Der allererste WWE International Champion. Er gewann diesen Titel bei December to December in der Elimination Chamber als Intercontinental und European Title miteinander fusioniert wurden. Er ist also das Gesicht eines neuen Titels, der heute auch zum ersten Mal verteidigt werden muss. Ja, und was muss das für ein Gefühl sein für Wes Lee, diesem Mann jetzt auch noch gegenüberzustehen, die Möglichkeit zu haben, ihn zu besiegen und den Titel zu erringen. Wir werden sicherlich nochmal einen Blick drauf bekommen und dann ist Mike Rome auch schon dran. Uns nochmal vorzustellen, wer da eigentlich im Ring steht. Rund 70 Pfund Unterschied. Ein klarer Gewichtsvorteil für Triple H, was Wes Lee aber mit seiner Akrobatik, mit seiner Agilität alles wieder gut machen kann. Das Match beginnt. Wes Lee gegen Triple H. Und direkt kommt Triple H mit seinem patentierten Knee Smash an. Und zugegeben, dieses Match kann doch relativ schnell vorbei sein, wenn Triple H genau seinen Plan durchzieht. Einfach
den Gegner niederprügelt. Aber Wesley setzt sich zur Wehr. Wir haben es gerade gesehen. Und jetzt Knie, Kick, alles schön in Kombination und abgeschlossen mit diesem Knee Strike ins Gesicht. Hat jetzt hier Triple H auf den Knien und dann gibt's den Shining Wizard. Whip in. In der Ringecke und da zieht Triple H die Knie hoch. Oh oh. Ein Crossface Chicken Wing. Lang nicht mehr gesehen, das Ding. Schön. Aber da gibt's die Befreiung. Mit dem Tritt auf den Fuß. Nicht ganz fair, aber es hilft auf jeden Fall. Und da muss Triple H raus. Wird rausgeschickt von Wesley, der sofort hinterhergeht. Superkick geht daneben. Aber die nächste Offensive von Wesley nicht. Schleudert Triple H in Richtung der Barrikade. Und dann entscheidet man sich dazu. Okay, wir gehen doch wieder in den Ring. Oh, schöner Bulldog. Sah gerade fast so ein bisschen so aus, als wenn Triple H Wesley eine Lehrstunde erteilen will. Eins und Kickout. Ist tatsächlich so ein bisschen Mentor und Schüler hier, was man sieht. Und wieder dieses Knie. Der Knee Smash. Und Triple H macht weiter. Nein, Wesley rollt sich aus dem Weg. Wird dann aber mit einer STO-Variante und dem Choke auf die Matte gehämmert. Jetzt geht's wieder für beide nach draußen. Wesley, weil er eigentlich einen Moment der Erholung haben will, Triple H, weil er ihm den nicht gönnen will. Und da gibt's ja eine meiner verhassten Leg-Submissions, die ich nicht benennen kann. Und weiteres Würgen. Aber Wesley, der zieht einfach die Knie hoch und dann ein Corkscrew Standing Moonsault. Ich sag's ja, Agilität und Athletik. Und STO. Zeigt Triple H da nochmal. So geht's auch ohne, dass man den Gegner choked. Und es geht zurück in den Ring. Triple H, oh, nimmt sich Wesley für den Spinebuster. Und das ist eigentlich auch immer die Vorbereitung für das, was als nächstes kommen soll. Double Unhook, Pedigree, nein. Sehr, sehr starker Konter von Wesley. Der jetzt mit dem Snap mehr und dann Dropkick an den Kopf. Triple H auf dem obersten Seil mit dem Knee Drop. Kick abgefangen. Vorarm von Lee. Schickt Triple H in die Ringecke. Ja, schön der Back Elbow. Und dann gibt es diesen wunderschönen Overhead Kick, der auch einen Namen hat, aber auf den komme ich gerade nicht. Eins, zwei und nicht die drei. Ich habe schon fest damit gerechnet, jetzt hier den neuen International Champion verkünden zu dürfen. Abgefangen, nein, gekontert, wieder hier von Wesley. Und der mit dem Tiger Faint Kick, besser bekannt als 619. Und es geht sofort wieder aufs Top Rope. Hin und her wie ein Flummi. Und dann, oh, Spiral Tap geht daneben. Dropkick von Triple H. Da zeigt es sich auf jeden Fall. Wesley mit seinen schnellen Aktionen. Und dann reicht aber eine oder maximal zwei Aktionen mit der Härte, wie Triple H sie eben ausführt, um das Match wieder an sich zu reißen. Schickt Lee in den Ring zurück. Und geht selbst aufs oberste Seil. Für den Elbow Drop, der daneben geht. Vorarm. Wesley. Wieder dieser Standing Corkscrew Moonsault. Und wieder sucht er den Weg nach oben.
für den Frog Splash. Aber Triple H weicht aus. Und dann haben wir zum zweiten Mal nicht den Pedigree. Konter mit dem Alabama Slam. 1, 2 und Kickout. Wesley findet also bisher Mittel, die Offensive von Triple H genau in den richtigen Momenten auszukontern. Und jetzt Ripcord in diesen Knee Strike. Der Kingslayer, wie Seth Rollins ihn ja nannte. Und wieder Back Elbow. Handspring in den Overhead Kick. Könnte das hier schon das Ende sein? Wird das der nächste Titelwechsel an diesem Abend? 1, 2 und 3. Wesley macht es wirklich. Wesley kontert alles aus, was Triple H zu zeigen hat. Und dann gibt es am Ende den Titelwechsel. Neuer International Champion, Wesley. Unglaublich. Wesley besiegt Triple H hier beim Royal Rumble und ist der neue International Champion. Hat alles aus seinen Möglichkeiten gemacht. Die Battle Royale beim letzten Pay-Per-View gewonnen. Als einziger der 8 Teilnehmer seinen Job behalten und jetzt steht er hier als neuer International Champion. Krass. Gratulation an Wesley. Und bei diesem Trend der Titelwechsel, das war unser drittes Titelmatch, das dritte Mal, dass der Titel dann auch wirklich gewechselt ist, bin ich mal sehr gespannt, wie das nächste Match ausgehen wird, wenn Sheamus, der WWE-Champion, gegen Brock Lesnar verteidigen muss. Damit danke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.